wann und wieso habe ich eigentlich mein Bein verloren? Ich bin ja eigentlich Flugbegleiter. Ich habe dann aber bei der Arbeit gemerkt, dass mir mein rechtes Bein wehtut. Da habe ich mir dann so eine Bandage gekauft und erstmal weitergearbeitet, aber ich bin dann doch irgendwann zum Arzt gegangen, weil es einfach so weh tat. Und nach ja vielen Arztterminen habe ich dann meine Diagnose bekommen, und zwar osteoblastisches Osteosarkom, und das bedeutet Knochenkrebs. Ich habe dann Chemo bekommen, mir sind die Haare ausgefallen, ich wurde ganz oft operiert und im April 2019 wurde dann auch mein rechtes Bein amputiert. Ich habe versucht, mich nicht unterkriegen zu lassen und stehe jetzt mit beiden Beinen wieder fest im Leben, würde ich sagen. Und das ist auch das, was ich euch versuche mit meinen Videos zu zeigen. Es ist egal, was einem passiert, man muss einfach das Beste aus der Situation machen und kann trotzdem ein schönes Leben führen.